Hallo. Hallo. Dann Hallo, super. guten Abend. Ja, wunderschönen guten Abend bei uns im Kino des Deutschen Filmmuseums und Filminstituts. Herzlich willkommen an unser Publikum im Saal und noch viel herzlicher und erfreuter willkommen, Roland Emmerich. Dann. Ich bin Super. schon Und da, Roland ist schon. hier. Ah, super. Ich Okay, bin great. da. Also, wir sind alle da, das freut mich total. Ich bin Stefanie Plappert, ich bin die Kuratorin unserer aktuellen Sonderausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, in deren Rahmen und des Begleitprogramms wir heute Abend Roland Emmerichs The Day After Tomorrow zeigen. Und es freut mich irre, also ich bin ehrlich gesagt schon ein ziemlicher Fan, um das Peinliche gleich vorwegzunehmen, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir ein kurzes Gespräch mit Ihnen vorschalten dürfen. Und ich habe in der Vorbereitung The Day After Tomorrow tatsächlich sehr oft geguckt, immer wieder fasziniert von den unterschiedlichen Twists in der Handlung, von den großen Bildern, von den High-End-Spezialeffekten, von der mitreißenden Geschichte. Im Prinzip von allen Elementen, die eben einen großen Katastrophenfilm auszeichnen. Das ist ja nun auch das oder die eine der Formen, für die Sie weltweite Bekanntheit erlangt haben. Was fasziniert Sie an dieser ganz großen Form? Können Sie das? Mir gefallen Katastrophenfilme deswegen, weil ganz normale Menschen müssen ums Überleben kämpfen. Da gibt es keine Superheroes, da gibt es keine Helden in dem Sinne. Da gibt es nur ganz normale Menschen, die zu Helden werden müssen und Entscheidungen treffen müssen, um zu überleben. Und speziell The Day After Tomorrow war für mich wichtig, weil er hat so Klimawandel zum Thema, was damals, als der Film rauskam, 2004, vielleicht noch nicht so das absolute große Thema war, aber dann mehr oder weniger zum Thema geworden ist. Das war ja tatsächlich auch etwas, wofür dieser Film nochmal ein ganz anderes Publikum erreicht hat. Mir hat tatsächlich gestern im Gespräch ein Klimawissenschaftler gesagt, dass er diesen Film damals gesehen habe und wie sehr und markant ihm die Bilder im Gedächtnis geblieben sind. Der konnte mir heute noch einzelne Szenen berichten. Sie sagten in einem Interview mit einem Magazin einer Umweltorganisation, Sierra Club, ganz neulich, also das war, glaube ich, vor einem Vierteljahr oder so, a movie like The Day After Tomorrow would probably not be made today. Also ein Film wie dieser würde heute vermutlich nicht mehr gedreht werden können, vielleicht. Woran liegt das? Oder können Sie sagen, was an diesem Film heute schwierig durchzusetzen sein würde? Zum ersten Mal ist es, würde es, wenn man ihn heute erfinden würde, schwierig sein, weil der Film war relativ teuer. Er hat damals 135 Millionen Dollar gekostet. Das würde heute wahrscheinlich so 150 oder 160 Millionen Dollar sein. Und die Filmwirtschaft oder Hollywood hat sich eigentlich mehr oder weniger voll auf Superheroes eingeschossen, auf irgendwelche Filme, die zum dritten, vierten, fünften, in ganz bestimmten Fällen sogar zum neunten Mal wieder, also Leute wollen oder Hollywood denkt, dass Leute originale Filme nicht mehr sehen wollen. Das ist einfach so eine Situation, die einfach besteht. Und deswegen glaube ich, dass der Film schwierig haben würde. Ich habe ja den damals 2002 an alle mehr oder weniger Studios geschickt. Und da ist eine richtige Bidding War, also da ist eine richtige Auction entstanden. Und es war damals halt noch eine andere Zeit und das gibt es halt so nicht mehr. War es, also das, was die Studios sozusagen in Konkurrenz zueinander treten, sondern was die einfach alle an diesem Film interessiert hat, war das das Thema? Ich sage immer so, ich habe eigentlich mehr oder weniger damals, I tricked Hollywood. Weil alle damals wollten eigentlich ein Sequel zur Independence Day haben.
ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, wann gibt es ein neues Sequel, wann gibt es ein Sequel? Und ich habe halt einfach damals kein Sequel machen wollen. Deswegen habe ich dann irgendwann mal habe ich viele Bücher über Klimawandel gelesen und habe gesagt, das ist ein absolut tolles Thema. Und dann habe ich ein Buch gefunden, das hieß der Coming of the Sober, the Coming of the Global Superstorm. Und das hat mich dann mehr oder weniger dann zu Day, das habe ich dann geoptioned und dann zu Day After Tomorrow gemacht. Im gewissen Sinne habe ich den Film so angelegt, dass er so möglichst nahe an Independence Day war wie möglich. Das war dann so, dass das gleiche Studio, das damals auch Independence Day gekauft hat, 20th Century Fox, zugegriffen hat und dann eigentlich erst so beim Machen des Filmes entdeckt hat, dass der Film eigentlich kein wirkliches Happy Ending hat. Aber dann habe ich damals, wenn ich einen Film damals verkauft habe, habe ich immer gesagt, das Drehbuch muss vorgenehmigt sein, der Titel muss vorgenehmigt sein. Die konnten dann eigentlich nichts mehr machen. Sie haben es gekauft, wie es war. Ja, das war aber auch damals so, dass dann als der Film, wenn ein Film verkauft wird oder so vermarktet wird, die wollten zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel all diese verschiedenen Umweltorganisationen aufführen in der Webpage of Day After Tomorrow. Und die haben sich da voll dagegen gewehrt. Und nur als ich dann gesagt habe, wenn ihr euch da wehrt, dann mache ich einfach keine Presse für den Film. Haben sie sich dann bereit erklärt, all diese Firmen, also diese ganzen Organisationen aufzuführen. Und dann so 10 Jahre später habe ich einen der Chefs von 20th Century Fox getroffen und der hat sich dann so gebrüstet, dass wir zusammen die Welt verändert haben, weil wir die Welt auf Klimawandel aufmerksam gemacht hat. Und das war so ein bisschen so für mich fast schon so absurd, weil ich habe damals so stark kämpfen müssen dafür. Das ist ironisch tatsächlich, aber umso besser, wenn Sie ihn quasi im Rückblick zumindest überzeugt hatten, dass auch er seinen Beitrag geliefert hat. Genau. Sie sind einer der wenigen Regisseure, die in Hollywood tatsächlich immer Final Cut haben, also die letzte Entscheidung über ihre eigenen Filme. Wie war das damals? Also Sie sagten jetzt schon, Sie hatten mit Widerständen zu kämpfen bei The Day After Tomorrow. Es heißt, es musste in diesem Fall von Ihnen auch das letzte Wort gesprochen werden. Gab es konkrete Fälle, können Sie die teilen, wo es sozusagen Widerstände zu bekämpfen galt? Meistens ist es ohnehin so mehr oder weniger Teamwork mit dem Studio zusammen, den besten Film herzustellen. Aber manchmal muss man dann auch darauf bestehen, dass der Film nicht verändert wird. Das ist zum Beispiel bei Day After Tomorrow ganz extrem gewesen, weil natürlich das Umweltthema damals nicht so unbedingt Hollywood war. Aber über die Jahre ist es eigentlich immer relativ gut über die Bühne gelaufen, weil heutzutage mache ich mehr oder weniger Filme, die ich selber produziere. Ich bin mehr oder weniger selber das Studio. Und das sind auch, also mein neuer Film, der ist auch 140 Millionen ungefähr. Und da habe ich das volle Recht zu machen, was ich will. Ich muss natürlich mich schon ein bisschen einschränken. Also Länge ist immer so eine große Frage, wie lang ein Film sein kann. Aber meistens, ein Film wird immer 2 oder 3 oder 4 Mal getestet. Und dadurch kriegt man schon so ein bisschen mit, was die Zuschauer wollen. Aber da muss man aber auch manchmal dann für den Film sich stark machen, dass der Film halt nicht so mehr oder weniger dem Publikum zugerecht
geschnitten wird. Und das ist eigentlich jedes Mal so ein bisschen so eine Diskussion, aber meistens gewinnt man die als Filmemacher. Wenn Sie sagen, Sie hatten sozusagen zu kämpfen mit dem Studio oder Sie hatten da zumindest Diskussionen über das, was und wie dieser Film aussehen soll. Wie liefen denn dann die Testscreenings? Also was waren sozusagen die Reaktionen des ersten Publikums? Ja, das ist bei all meinen Filmen meistens so, dass das Publikum mich rettet. So auch bei The Day After Tomorrow? Ja, war immer schon so bei mir, dass meine Filme vielleicht nicht so kritisch gut besprochen wurden, aber all meine Filme haben super getestet mit dem Publikum. Und das gibt dir eine gewisse Sicherheit, dass du das Richtige gemacht hast. Zweitens, das Studio mag es, weil wenn das Publikum es mag, dann mögen die es. Also das ist meistens relativ einfach. Und von daher bin ich eigentlich mehr oder weniger selbst bei Filmen, wo so große Zweifel bestanden haben, zum Beispiel bei Day After Tomorrow. Aber dann, als die ersten Test-Screenings waren, da haben die halt ihren Mund gehalten, weil das Publikum hat den Film voll begriffen und hat auch verstanden, warum der kein Happy Ending haben kann. Das, also sozusagen, man hat ja fast den Eindruck, dass sie mit den Charakteren, also es sind ja vor allem junge Leute, die da im Mittelpunkt dieser Handlung stehen. Und das, also eine von denen sagt ja auch an einer Stelle, angesichts dieser unvorstellbaren Zerstörungskraft, die dieser klimatische Wandel im Film erfolgt oder mit sich bringt, alles, wofür ich je gearbeitet habe, ist eine Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Ist für Sie dieser Film auch so eine Art persönliches Anliegen gewesen? War das auch eine Message, die Sie transportieren wollten? Ja, absolut, weil ich habe das damals gesehen, dass wenn wir als Menschen so weitermachen, dann haben wir irgendwann mal keinen Platz auf dieser Erde mehr, weil die Erde dann einfach uns tötet. Und das denke ich immer noch. Wenn mich Leute fragen, und das werde ich natürlich oft gefragt, weil ich viele Katastrophenfilme drehe, was ist die einzige Katastrophe, die ich denke, passieren könnte? Sage ich immer Klimawandel, weil das ist, ich habe jetzt gerade wieder zwei, drei Bücher gelesen. Das heißt jetzt schon Climate War, weil natürlich die Zeit immer mehr aus, es wird immer, die Zeit wird immer kürzer, wo man das noch ändern kann. Und viele Leute sagen ja, dass das eigentlich vielleicht schon mehr oder weniger zu spät ist, irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das wird das größte Problem für die jungen Menschen heute. Da werden die viel damit kämpfen müssen. Und das geht meistens damit los, dass das ist ja schon in Syrien so passiert, dass die Leute halt einfach nichts mehr anbauen können, deswegen hungern, deswegen zu Refugees werden. Und die politische Situation, die sich daraus ergibt, hat man ja gesehen, ne? Dass fast schon so ein Rechtsruck passiert in mehreren Ländern. Und das sehe ich als die größte Gefahr für die Menschheit. Würden Sie denn diesen Film, wenn Sie ihn heute noch mal drehen würden, würden Sie ihn wieder so drehen? Ja, glaube schon, ja. Ohne Das Veränderung? war damals einfach so die perfekte Situation. Ich habe ein Sachbuch gelesen, wo mehr oder weniger das in einem Sturm passiert, was ich glaube nicht passieren wird. Aber ich habe auch schon mehrere Ideen, die man vielleicht in anderen Filmen drehen könnte, der sich über das gleiche, der eigentlich die gleiche Situation behandelt, aber halt, wo es schon zu spät ist. Also. Sodass die Leute noch mehr geschockt sind, wie ihre zukünftige Welt aussehen wird. Das klingt nach einer Postapokalypse. Ja. Ähm,
Wir haben uns, oder ich habe mich tatsächlich, ich meine die Welt wahrscheinlich gleich mit mir oder die ich mit der Welt, je nachdem, gefragt nach 2012, was ja im Prinzip ihr folgender Katastrophenfilm war, in dem sie im Prinzip auch gleich die ganze Welt zerstören haben lassen, zerstört, in den Abgrund reiten ließen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was kann denn danach noch kommen? Und Sie haben es ja jetzt gerade schon erwähnt, Sie arbeiten wieder an einem Katastrophenfilm. Wie steht's um den? Ich habe jetzt, ich habe übrigens gerade einen anderen Katastrophenfilm abgedreht, aber das ist nicht nur ein Katastrophenfilm. Was das ganz Wichtige ist bei Katastrophenfilmen, dass es da um etwas anderes geht, nur als um die Katastrophe. Zum Beispiel 2012 war mir meine Version von der Flutkatastrophe. Das ist eigentlich die älteste Geschichte, die es gibt. Und ich habe mir einfach gedacht, was könnte eine Flut auslösen? Und das war so eine ganz obskure Theorie. Um das geht es eigentlich nicht in Filmen. Und habe dann einfach so das durchgedacht und habe mir gesagt, wer ist eigentlich in einer modernen Welt Noah? Und ich habe mir dann einfach gesagt, das sind die Governments of the World. Und die werden natürlich irgendetwas tun, um zu überleben. Und dann geht es halt darum, wird diese kleine Familie in Los Angeles es schaffen, auf diese Schiffe zu kommen und zu überleben. Und das war die Geschichte. Und mein neuester Film heißt Moonfall. Und da geht es darum, dass der Mond mehr oder weniger aus seiner Umlaufbahn gerät und auf die Erde stürzt. Aber wir auch zur gleichen Zeit verstehen müssen, dass der Mond nicht ist, was wir denken, er ist. Und das war zum Beispiel, alle meine Filme werden meistens von Literatur mehr oder weniger initiiert. Und ich hab ein Buch gelesen, das heißt Who Built the Moon? Also wer hat den Mond gebaut? Das hat mich so überrascht und so, da habe ich mich so lange damit beschäftigt, dass ich dann halt einen Film drüber gemacht habe. Wann kommt denn der in die Kinos? Können Sie das schon sagen? Am Anfang Februar. Nächstes Jahr. Okay, ja, super. Überall auf der Welt. Ja. Ich persönlich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, unser Publikum auch. Wir freuen uns jetzt als allererstes auf The Day After Tomorrow. Und ich wünsche Ihnen alles Gute ohnehin für Moonfall im Besonderen und bedanke mich ganz herzlich für Gespräch und die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. So. Ihnen viel Vergnügen beim Film.